Hallo und willkommen zurück. Ich muss ein bisschen flüstern. Hier bei Uncharted 4. Weil guck, da drüben sind Shoreliner. Da. Genau da, habt ihr gesehen? Ja, komm. Hier werden keine Gefangenen gemacht. Ja, runter, runter. Wir haben uns doch eh schon gesehen gehabt. Naja, nee, eigentlich nicht. Aber, hey. Ich hab sie gefunden. Das hättest du nicht tun sollen. Hey, und das? Auch nicht. Das ist komisch, weil keiner hat mich daran erinnert. Ey, hier sieht das genauso aus wie vorhin da vorne, als wir das erste Mal gegen die gekämpft haben. Sind wir einfach wieder zurück, oder was? Ja, ganz ruhig. Einfach hochwerfen erstmal. So, und jetzt einfach da rein. Ja, war es das schon? Da waren doch nur zwei. Das war jetzt nicht viel. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass hier nur zwei waren. Oh, da wollte ich rüber. Geht nicht? Wäre zu leicht gewesen, sagen die. Komm, das schaffst du ja wohl, Sam. Ja, ich weiß, da aus dem Fenster. Nein, nicht da rein. Du sollst da, wo Sam steht. Genau, hochklettern. Oh, ey, Junge. Ja, er hat's geschafft. Genau hier hoch wollte ich. Ah, dann nehmen wir wohl den hier erstmal, wa? Wow! Was Neues von der Dienst? Okay, Männer, bleibt wachsam. Halten wir hier alles schön sauber für die Chefin. Ja, okay, ich halte alles schön sauber. Aber ich weiß nicht, von welcher Chefin du redest. Pass auf, da drüben. Ach, nicht so ängstlich, die sehen uns doch nicht. Ah, guck mal. Moin. Hey, warte, warte, warte. Ah, Wichser. Von Hals schaffen, ist es bestimmt ganz in Ordnung. Mann, komm her jetzt. Ja! Noch einmal geschossen wäre, wäre wieder drauf gegangen. Hey. Hier sind auf jeden Fall wieder ein paar mehr. Ja. Ich hoffe, für den Typ. Das war er nicht. Und das auch nicht. Und der auch nicht. So, jetzt noch drei Schuss. Ich brauche für den Schuss für den Typ. Hey, was schwingt da denn los?
Das war's. Fürs Erste. Hui. Gehen wir mal weiter. Alter, wo müssen wir hin? Da oder was? Ich verliere immer die Orientierung. Hier. Sam? Ah, da kommt er schon. Na los, fertig? Fertig. Josi. Na gut. Danke. Alles gut. Weiter hoch oder darüber? Da Vorsicht, da geht's tief runter. Ja, ich seh's. Hier geht's nicht so tief runter. Alter, wie viel Moos hier schon ist. Okay. Oh, oh, Mist! Alter Finne. Pass auf, wo du hintrittst. Ganz schön heftig. Ja. Ja, das ist so, wenn man ein ganzes Dorf an einem Berg baut. Die Leiter ist in der Mitte kaputt. Das passt schon. Weiter nach oben. Bisschen Schwung holen und... Alter, finde ich das... Wie geht's dir da hinten? Ist eine super Aussicht. Ich da wieder... Wir könnten jetzt da runter und da weitergehen, oder? Oder können wir irgendwie noch weiter hoch? Nö. Oh. Da festhalten können wir uns aber auch nicht. Also wie oft wir eigentlich schon gestorben wären. Pass auf, wo du hintrittst. Ganz schön heftig. Sollen wir von hier wieder anfangen? War hier nicht die Leiter? Doch, da. Die Leiter ist in der Mitte kaputt. Das passt schon. Weiter nach oben. Schaffst es. Klettermax Mason. Jetzt wieder darüber springen. Wie geht's dir da hinten? Ist eine super Aussicht. Also da kommen wir irgendwie nicht weiter, ey. Und hier drin? Ah, guck mal. Da ist ein Stück Leiter. Wo bist du denn jetzt? Super. Endlich geschafft. Jetzt bricht die Leiter zusammen. Ach, er ist schon oben. Und? Oh, das ist meine Planke. Hier ist der Rattenfelsen. Und da wollten wir rüber. Das heißt, eigentlich sind wir jetzt da.
Hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir ins Gebäude rein. Super, wir sind also wirklich da. Okay, was jetzt? Mach einfach, was ich tue, okay? Okay. Ist ja alltäglich, dass man sowas macht. Alle Bürogebäude bestimmt gehoben. Die gehobenen Leute saßen hier. Avery zum Beispiel selber. Shit, was stand da eben unten rechts? Ich hab's gar nicht gelesen. Aber hier drin ist sonst nichts. Lass mich doch mal durch. Und weiter. Also alles, was du tust. Ja, so in der Art. Ja, ich verstehe dich. Ich hätte auch nichts davon gemacht. Aber ich wäre gar nicht bis hierher gekommen. Oh Mann. Hey, Affen. Ich sehe keine, aber ich höre sie. Die Mieten sind hier bestimmt nicht günstig. Aber kein Wohnhaus. Was denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Vielleicht hatte Libertalia einen Finanzausschuss. Ja, vielleicht haben sie Steuern gezahlt. Wer weiß? Ja, tatsächlich, wer weiß. Ich glaube, wir haben tatsächlich sofort den richtigen Weg eingeschlagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier gleich Shoreline ist. Heilige Scheiße. Ja, hier sind unsere verschollenen Bücher. Zumindest ein paar davon. Verdammt! Kanonen, provisorische Barrikaden? Was zur Hölle ist hier passiert? Irgendein Kampf. Das war eine rhetorische Frage. Die Frage ist, wer bekämpft wen? Und warum? Ein paar der Leichen sind schicker angezogen. So wie Soldaten auch. Gab es einen Aufstand oder so? Also hieß es die Siedler gegen die Soldaten. Wenn das da oben das Schatzhaus ist. Hat anscheinend jemand versucht, Geld abzuheben. Ja, und hoffentlich hat es nicht geklappt. Genau. Da wohnt das Schwertgerassel. Das hier ist das Schatzhaus. Die Bank von Libertalia. Okay. Hier liegt nichts. Bei so großen Gebäuden sieht es fast so aus, als wenn er hier rum... schleicht, ey. Anstatt zu joggen. Da ist wieder dieses Zeichen. Mann, das ist beeindruckend. Das ist noch untertrieben. Alter Finne. Okay, dann... Sesam, öffne dich. Oder auch nicht. Hilfst du mir mal? Ja. Alles leer. War ja klar. War das Rave? Nein. Ich glaube nicht. Hier wurde seit Ewigkeiten nichts angefasst. Stimmt. Also. Hinweise suchen? Ja.
Hinweise suchen. Das machen wir auch. Oh, Kapitel 15, die Diebe von Libertalia. Ah, die Diebe von Libertalia. Wurde das überfallen oder so? Und deswegen der Krieg? Wir wissen es nicht, aber wir werden es rausfinden. Und zwar in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Ciao.